Tick-Tack, Tick-Tack, der Countdown läuft unermüdlich weiter. Nur noch einen Monat bis zur größten jüdischen Veranstaltung Europas, einen Monat bis 2000 Sportler aus der ganzen Welt Berlin zur Sportmetropole machen, noch einen Monat bis zur großen Eröffnung der European Maccabi Games 2015. Die Vorbereitungen für die riesige Eröffnungsfeier laufen auf Hochtouren und die prominenten Paten aus Politik, Sport und Unterhaltung stehen in den Startlöchern, um mit der großen jüdischen Gemeinde und einfach ganz Berlin das Event des Jahres zu zelebrieren. Ich glaube, das wird ein buntes, großartiges Fest mit verschiedensten Kulturen, großartigen Sportarten. Und über 2000 Sportler kommen da aus 30 verschiedenen Ländern in 20 verschiedenen Sportarten. Dann denke ich, dass es eine Riesenveranstaltung wird in der Waldbühne. Das ist eine ganz hervorragende Mischung aus leistungsorientiertem Breitensport, exzellentem Leistungssport und aber trotzdem im Zentrum noch so auch den Amateurgedanken hat. Das finde ich aus einer sportpolitischen Sicht sehr spannend. Ich freue mich darauf, dass wir, so wie Sport eben ist, gemeinsam werben für Toleranz, für Fairness und natürlich das Miteinander. Das andere ist natürlich der ganz große historische Aspekt, der dann noch mit reinspielt. Und ich glaube einfach, dass es gerade für Berlin mit der Vergangenheit hier in Deutschland ein ganz wichtiges auch für Deutschland ist. Wie viele Kreise sich da schließen, wie viele persönliche Geschichten im Endeffekt dann vielleicht auch wirklich quasi eine Rundung bekommen, das ist dann schon sehr bewegend auch. Also, die bekannten Gesichter sind auf jeden Fall mit dabei, genauso wie wir. Jeden Tag vom 27. Juli bis 5. August berichten wir für euch von den European Maccabi Games. Wenn ihr helfen wollt, diese Spiele noch bunter zu gestalten, schaut doch bei der Crowdfunding-Aktion vorbei. Ansonsten gibt es zur Überbrückung der Wartezeit noch ein paar Grüße der prominenten Unterstützer. Hallo, ich bin Dimitri Ovtcharov. Aktuell bin ich in China, Yixing, Nihao, Deutschland von hier. Die bevorstehenden European Maccabi Games in Berlin werden sicherlich ein gigantisches Sportfest. Ich wünsche allen Athleten und Besuchern ganz viel Spaß. Hallo, mein Name ist Marc Ziegler und ich bin Pate für Badminton bei den European Maccabi Games. Ich freue mich sehr auf die Spiele in Berlin. Ich bin zurzeit in Kuala Lumpur, wie ihr sehen könnt, und wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg, viel Spaß und eine gute Zeit in Berlin. Macht's gut! European Maccabi Games 2015. 2300 Sportler aus 36 Nationen in 19 Sportarten. Richtig guter Sport. Und jeden Tag gibt es eine Zusammenfassung der Höhepunkte auf hauptstadtsport.tv.